Christa! Herrschaft, wo ist denn die schon wieder? Weibelein, wo bist denn? Mein Gott, ich möchte wissen, warum ich verheiratet bin, wenn ich diese Frau andauernd suchen muss. Sag mal, wie schaust denn du aus? Wieso? Wie schau ich denn aus? Warum bist du nicht im Büro drum? Weil ich so frei war und die Lieferung vom Spranger kontrolliert habe, weil du leider nicht auffindbar warst. Ja, ich hab mich umgezogen. Ja, das sicher. Sag mal, was soll denn diese Maskerade, wenn ich das fragen darf? Natürlich darfst du fragen, Weibelein. Und ich sag das auch gern. Ja. Ich gehe nämlich in den neuen Fitnessclub ins Unterdorf. Seit wann? Seit heute. Das darf ja nicht wahr sein. Was möchtest du denn damit bezwecken, wenn ich das auch noch fragen darf? Damit möchte ich bezwecken, dass mein Körper wieder fit, elastisch und dynamisch jugendlich wird, verstehst? Jugendlich dynamisch, mein Gott. Wenn's nicht so eine traurige Figur hermachst, dann müssen die gerade raus lachen. Was? Machst du das vielleicht mir zuliebe? Ja, bis zu einem gewissen Grade schon. Schau, Christa, wenn man in einem bestimmten Alter merkt, dass gewisse Dinge eben nachlassen, nicht? Ja, da kannst recht haben. Du spar dir deinen anzüglichen Unterton, gell? Du kannst dich nicht beschweren. Auf alle Fälle hat der Dr. Unrath gesagt, ich muss was für meinen Körper tun, verstehst? Ja, weil ich sämtliche Muskeln und Gelenke seit Jahren einseitig belaste. Also von Belastung kann in letzter Zeit bei dir überhaupt keine Rede sein, gell? Also, Weibi, jetzt wirst du verletzen. Schau, für den Fall, dass ich einmal wieder nach Kanada muss, zum Holz einkaufen. Was? Ja, für den Fall, habe ich gesagt, nicht? Naja, da möchte ich halt etwas trainiert sein. Für was? Red mir nicht immer einen Satz, nein. Es könnte ja sein, dass ich in Kanada dann zum Beispiel eine Rafting-Tour mache, nicht? Naja, und dass ich dann nicht drin hänge in dem Schlauchboot wie ein nasser Sack. Darum mache ich als Vortraining Fitness. So, jetzt weißt du. Du und eine Rafting-Tour. Da hängst du doch sowieso wie ein nasser Sack drin. Da kann kein Fitnessclub auf der ganzen Welt mehr was ausrichten. Ende der Debatte, ich gehe. So. Hey, Mama. Stefan. Grüß dich. Oh, frisiert er so? Ja, ich muss. Ja, dein Herr Sohn muss in einen Fitnessclub. Ja, spinnst jetzt du oder was, ha? Also, okay, jetzt wäre ich verstognarisch. Wieso spinn jetzt ich, wenn ich für die Ertüchtigung meines Körpers was tue? Was in aller Liebe nebenbei gesagt, euch zwei auch nicht schaden könnte. Oh, oh. Außerdem bin ich ein Mann, der noch mitten im Leben steht und aus demselbigen das Beste zu machen versucht. Ach. Du stehst also mitten im Leben. Das ist ja hochinteressant. Was ist denn da mit mir? Wo steht denn dann bitte ich? Jetzt streit's doch nicht. Doch, das möchte ich jetzt geklärt wissen. Bin ich vielleicht schon scheintot? Ja. Oder wie sicher das? Christa, jetzt wär nicht schon wieder unsachlich. Und führ dich nicht dafür hysterische Hähner. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen, die Damen. Wiedersehen. So. Übrigens, ich dusche mich im Club. Er duscht sich im Club. Das fällt jetzt bloß, dass da lauter junge Mädel rumhupfen. Das sollte der Meinige mal probieren. Gut, du. Ja, wie schaffst denn du aus? Ich werde den Arsch am ungemein maskulin, oder? Ja. 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 Macho, macho, was denn? Mein Lehrer, dir werde ich dein Macho schon austreiben. Warte, ich glaube, uns ist vor lauter Arbeit so einiges entgangen. Oh. Ja, dir vielleicht, aber mir nicht. Du, Peter, bevor wir überhaupt einmal weiter diskutieren, gell? Jawohl, das ist genau mein Gedanke. Bevor wir weiter diskutieren, macht der Opa jetzt die Flatter. Arrivederci. Da bleibst! Wo denn? Mein Lieber, dir schwillt dein Kamm Hexen für 5 Minuten, das schwöre ich dir. Ja, wie redest du mit mir, ha? Ich bin immer noch ein freier Wildbrechitsch, ein männlicher Mann und Herr meines Willens. Und ich habe mich entschlossen, in dem neuen Fitnessclub mich wieder aufzutrainieren. Aus Äpfel. Amen. Da bleibst! Sag einmal, bin ich vielleicht der Dackel, der ins Kerberl einspringen muss? Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Streiten. Übrigens, ich dusche im Club. Hast du das gehört, ha?
Er duscht den Club. Daheim bringst du ihn mit Mühe und Not einmal in der Woche Badwanne rein. Mein lieber Freund, ein einziges Mal ist er mir noch ausgekommen. Wer? Gefrag doch nicht so blöd, der Opa, natürlich, wer denn sonst? Aber ein zweites Mal nicht mehr, das schwöre ich dir, so wahr ich die Stanklwirtin bin. Mama, ich glaube, wir müssen, wie schon so oft, gegen die Übermacht der Männerwelt in unserer Familie wieder mal zusammenstehen. Du, der Stefan ist, seit er von Kanada zurück ist, wie ausgewechselt. Ja. Im Geschäft vergisst er alles, wie wenn er seinen Kopf weiß Gott wo hat. Okay, die Mannsbrüder haben doch ihren Kopf sowieso wie woanders. Aber wir lassen uns nicht unterbuttern. Weißt du was? Hm? Wir könnten ja zu einem Gegenschlag ausholen. Ja, gern, aber in welcher Form? Wir gehen auch in den Club. Wenn ich mir so anschaue, schon kann's eigentlich nicht. Na, weißt du, Mama, ich glaub nicht, dass ich wie so ein Ping-Pong-Ball umeinander springen möchte. Hast recht, da ein bisschen blöd ausschauen. Ja, ich glaub auch. Bei uns zwei. Ja, Heiland, ich bin Ja, also das ist ja nicht zu fassen. Die Damen des Hauses vergnügen sich und ich? Ich muss hier Schwerstarbeit machen. Gott, nein. Entschuldige bitte, gell, aber das nächste Mal werden wir dich um Erlaubnis fragen, wo wir noch lachen dürfen. Ja, das braucht's auch nicht gerade. Auf das ist Pfiffer. Aber zumindest einbeziehen könnte man mich. Wo ich in dem Haus sowieso nichts zum Lachen hab. Herrschaftszeiten, jetzt fällt's mir ein. Was denn? Jetzt ist er mit dem Auto davon. Ich muss doch heute aufs Finanzamt. Ja, dann nimmst du halt das unsere. Das ist hier. Seit wann? Seit gestern. Seit dein Sohn, der Steffel, mit dem Auto ohne Öl und Spritz durchgemacht hat. Also ich sag's euch gleich. Dieser Motor, der ist ja quasi direkt im Arm. Im Argen, wollte ich sagen. Der muss austauscht werden. Okay. Da weiß ich ja gar nichts davon. Ja, darum sage ich das ja. Sag einmal, tut bei uns gerade jeder, was er will, ha? Schaut fast so aus. Jetzt holst du aber mal den Pappen. Misch dich nicht damit rein. Ja, das ist ja wieder typisch. Typisch! Immer wäre ich angegangen. Obwohl ich nur eine unschuldige Überbringerin bin. Aber das lasst euch gesagt sein. Eine jede gequälte Kreatur bäumt sich auf. So schaut's aus. Die sollen noch heimkommen. Alle miteinander. Und den Opa, den wäre sein Kohlrabi waschen und das schon wir. Und das, obwohl sie frisch geduscht sind. Ja. Also das darf ja nun wirklich nicht wahr sein. Wieso vergeude ich eigentlich meine schönsten jugendlichen Jahre in diesem Haus? Wo lauter Verrückte sind. Außer mir natürlich, ist klar. Außerdem habe ich ja sowas überhaupt gar nicht notwendig, gell? Jetzt, wo ich bald die zukünftige Postbotenbeamtesgattin bin. Ach, mein geliebter Postillon. Wenn er mir manchmal ganz schön auf die Nerven geht. Aber eine jede große Liebe bedarf einer Prüfung. Ja, wenn ich den Boden so prüf, den brauche ich eigentlich nicht mehr putzen. Ich fange gleich im Lano. Tante Leni, jetzt wart halt. Also, wenn du mir so ausdauernd nachlaufst, dann kann sich's nur um Geld handeln. Woher weißt denn du das? Du sag einmal, Bub, du hast doch einen Schuss. Ich hab dir vorige Woche 126 Mark und 28 Pfennig gegeben. Tante Leni, da war ich vollkommen unschuldig, ehrlich. Ich mein, das konnte ich nicht wissen, dass vor der Disco seinem depperten Marder langweilig ist und der von ca. 100 Autos ausgerechnet bei uns einen Schlauch durchbeißt. Außerdem hättest du leicht ein bisschen aufrunden können, gell? Sagen wir mal so auf 150 Nageln oder so. Das war kleinlich, Tante Leni, sehr kleinlich. Also, das darf doch nicht wahr sein. Und wie viel soll es jetzt sein? Ja, also diesmal bin ich wieder unschuldig, ehrlich. Ich mein, das hab ich auch nicht riechen können, dass der blöde Karren einen kaputten Ölstandsanzeiger hat. Wie viel? 800 bis 1000. Oh. Tante Leni, jetzt sitzt die zuerst einmal daher, gell? Und jetzt gehst du einmal gedanklich in dich, gell?
Du hast doch auf dem Sparkassenbirkel einen Haufen Geld. Ja, nachdem du sowieso schon mit einem Fuß im Altersheim stehst. Ich werde jetzt gleich zeigen, mit wie viel Füße ich dort stehe und wo ich stehe. So was Saugrobs gibt mir sie erwarten. Du hast auch verdient, gell? So, und jetzt gehst du mit mir. Das darf mich interessieren, was du machen darfst, wenn ich nicht da war. Tante Lini, dann würde ich dich regelmäßig alle 4 Wochen besuchen. Weißt du was? Und jetzt gehen wir auf und plündern deine Schatztruhe, komm. Ich bin ja sowieso das dümmste Luder, wenn ich noch einen Tag länger in dem Haus bleibe. Geh zu, Tante Lini, ja, wieder dem Bissal bei. Mensch, Mama! Du kannst mich doch wirklich einmal 5 Minuten aus dem Büro rauslassen. Toni? Hast du mal Zeit? Für dich doch immer, mein Schatz. Komm. Ich bin gleich wieder da. Ja, was hat denn mein Sonnenschein für einen Wunsch? Muss ich dir das extra sagen, hä? Ach, das musst nicht, aber ich höre es halt so gern. Komm, sitz dir ein bisschen zu mir her. Ja, aber wenn die Chefin kommt. Du, in Herzensdingen bin ich deine Chefin. Sei halt kein Frosch und geh ein bisschen mit raus. Nein, Markus, wirklich nicht. Naupers, ich kann nicht aus dem Laden raus, ich krieg die größten Schwierigkeiten. Es geht weiter. Bloß für ein einziges Puzzle, wenn ich schon mal da bin. Du, ich glaube, die haben Ähnliches im Sinn wie wir zwei, Silvia. Was lernt denn ihr da? Also, du kannst vielleicht geistreich fragen. Was meinst du, Toni? Soll mir einer Puzzle genehmigen? Tja, also in diesen Dingen bin ich ja immer recht großzügig. Verbindlichsten Dank. Ja, ja, da schon her. Das ist ja wohl das Allerhöchste. Die schmusen da kreuz und quer am helllichten Tag umeinander. Und ich darf natürlich wieder mal zuschauen. Und warum? Nur weil mein geliebter Postbär das Muster ohne Wert nicht greifbar ist. Weitermachen. Dann kündigst du schon bald einmal einer. Toni! Ja. Bin ja schon da. Sag mal, könnt ihr nicht 5 Minuten ohne Saufen sein? Also. Hehe. Erstens saufen wir nicht. Und zweitens, wenn wir schon in der Wirtschaft hocken, dann möchten wir auch. Saufen, ein halbe. Lieber Lorenz, denk an deine Leberwerte. Du hast mir da ganz bedenkliche Dinge erzählt. Schlapper, tu dein Wasser und verschon uns mit deinen pädagogischen Ratschlägen. Bitte, gut, dann eben nicht. Ist mir doch egal. Aber ist euch eigentlich klar, dass mit jedem Schluck Alkohol einige Gehirnzellen absterben? Ja, das darf ja wohl nicht wahr sein. Also ja schon fast geschäftsschädigend hier, hä? Ja, so. Das könnte eigentlich schon stimmen, wenn ich dir so anschaue. Gleich stehen deine Socken allein da. Warum sitze ich hier eigentlich noch? Ja, bist froh wie mehr. Sag mal, hast denn du heute gar keine Schule nicht, was? Ach, mit euch Bauernlacken kann man ja gar nicht sachlich argumentieren. Bei uns wird nicht argumentiert, bei uns wird nur gesoffen. Toni, zahlen! Ich komme leider nicht umhin, immer wieder festzustellen, dass die geistige Kapazität einiger Herren doch sehr begrenzt ist, um nicht von mentalem Zwergenwuchs zu sprechen. Oha, jetzt machst du es aber halblang, gell, Freital? Eure armen Kinder. Gott sei Dank haben diese wenigstens einen ausgezeichneten Lehrer. Herr Lehrer Holtendold, Zahlen schenke ich Ihnen. Auf Wiedersehen. Da war der Zeit, dass der Hirlinger Schorschlehrer wurde. Okay, was willst du mit dem? Der war doch zu blöd. Der ist doch dreimal sitzen geblieben. Ja, das scheint ja mit eurer geistigen Kapazität nicht ganz aus der Luft gegriffen zu sein. Hä? Seitdem der mit der Tochter des Hauses liiert ist, wird er von Tag zu Tag mutiger. Frecher. Ah, recht. Aber die Ehre, Postkarten einschreiben, machen wir mit Prüfbarkeit. Das darf doch nicht wahr sein. Bei dem schönen Wetter hockt in der Wirtschaft drin. In der verstunkenen Bude. Sag mal, spinnst du denn hier? Bei dem schönen Wetter hockt sie da herin. Das darf doch nicht wahr sein. Und eine Luft hat's da wie in einem Stall kranker Affen. Aber erst seit du hierin bist. Noch, noch, noch. Noch. Draußen wird's ein lindes, zartes Lüfterl. Dann bleib halt draußen. Toni, ein dunkles. Ja, aber wieso denn ein dunkles? Sie trinkt einmal ein helles. Heute trinke ich ein dunkles. Ich muss noch auf eine Beerdigung.
Übrigens wisst ihr das Allerneueste schon. Was denn? Dein Gerti hat die Hocker lassen. Dein Humor ist halt wieder umwerfend. Nein, die zwei Stangels trimmen ihre leicht ledierten Körper im Unterdorfer Fitnessclub wieder auf Hochtouren. Was? Unser Stangel? Ja. Der alte Bäner? Ja. Ja. Da darf doch der gar nicht mehr rein. Gut, wenn ich da hingang, dann war das natürlich was anderes. Ne? Ja, ja, wenn die der alte hingelassen, dann schon. Ja, ist schon gut. Den möchte ich kennen, der mich davon abhält, wenn ich was will. Wenn du da hingehst, dann sagst du mir's. Da geh ich auch mit, da kenn ich nix. Ja, und dann erzählst du mir's, wie es war, dann geh ich auch mit, gell? Ja, sakra, sakra. Es ist halt wie jedes Mal, gell? Ich bin allein zum Holzablon. Wenn du deinen Vater oder deinen Bruder suchst, die suchen im Moment nach einer anderen Möglichkeit der körperlichen Ertüchtigung. Auwe, ich gar nichts Schreckliches. Toni, gib mir einen Schnaps, bitte. Ja, aber logisch. Also Thomas, ich sage dir, die haben heute Themen drauf, da zieht's dir die Schuhe aus. So, Thomas, geh weiter, hock dir mal rüber da. Du warst doch auch schon in dem Fitnessclub, verzeih mal. Du, sag einmal, sind da recht viele hübsche, saubere Weiberleute da? He? Meinst du, dass wir da recht unangenehm auffallen dann? Du, gewiss. Vergesst es. Wenn ich mir unseren Opa in diesem Club vorstelle, mit seinen Senkspreizfüß, da komm ich gar nicht mehr sehen lassen da drin. Ja, Linz, geh weiter. Schwind deinen Body auf die Höhe. Helf mir Holz abladen. Das ist ein gutes Vortraining. Bin ich deppert, oder? Ich lass daheim meine Arbeit liegen, damit ich dir beim Holz abladen hole. So schaut's aus. Grüß Gott, mein Hans. Na, wo trifft man die Gemeindemitglieder? Beim Stangelwirt. Geh weiter, Bürgermeister, hock dich her. Und lass jetzt endlich einmal raus, was mit dem Grundstück da drüben passieren soll, wo die Tankstelle hinkommen sollen. Ja, richtig. Du, sag einmal, wie lange sollen denn wir diesen Trümmerhaufen noch anschauen? Du, deswegen haben wir den Stangelwirt nicht renovieren lassen, dass wir jetzt eine Mondlandschaft vom Wirtsgarten haben. Ja, du, das darf doch nicht wahr sein. Du, mach du dich nicht so wichtig, gell? Für mich ist einzig und allein der Stanglwirt ein kompetenter Ansprechpartner. Und mir ist nicht bekannt, mein lieber Thomas, dass du auf diesen Anwesen jemals einen Fingerkrumm gemacht hast. Also halt gescheiter Debatten, gell? Klar? Lieber Bürgermeister, vergiss ja nicht, dass ich auch ein Stangl-Erbe bin, gell? Und in Zukunft werde ich da auch ein bisschen mitmischen. Mein Gott, jetzt muss ich gleich direkt Angst kriegen. Du, mir schlottern die richtig Knie, her. Du, Bürgermeister, du kennst doch bestimmt das Sprichwort, wer zuletzt lacht, dem bleibt das Lachen im Hals stecken. Ja. Der Thomas, das ist unser Mann der Zukunft. Der wird's. Jetzt brauche ich sofort einen kühlen Trunk. Männer, ich sag euch was. Ich fühle mich um Jahre jünger. Wirklich? Ja, ich kann den Baum ausreißen. Du, weil wir gerade von den Baum reden, da kannst du mir gleich helfen, Holz abladen. Was? Da bist du ja. Frisch geduscht, wie ich vermute. Du vermutest ganz richtig, ja. Toni, was ist mit meinem Bier? Ja. Wenn du einen Durst hast, dann saufst du Wasser. Sag einmal, spinnst du jetzt, Frau? Wo ist denn dein Vater? Ja, gleich da sehe. So. Ich bin richtig in der Annahme, dass du mein Ischias heute nicht einreibst. Sehr richtig. Geh ich auch richtig in der Annahme, dass du mich nicht bedauerst, wenn es noch so sehr schmerzt. Hm? Sehr richtig. Bedauert ich mich selber, du wolltest. Ja, das darf doch so passen, gell? Dass du bei den jungen Madlern Arnold Schwarzenegger markieren kannst, Freilich. Und ich sollte bedauern. Ja, so weit kann ich. Also, sowas saugrobs, hä? Toni, was ist jetzt mit meinem Bier? Ja, soll ich nun oder soll ich nun? Nein! Und du gehst mit mir rauf. Ich habe ein paar Worte mit dir zu reden, mein lieber Freund. Aber ich nicht mit dir, liebe Freundin. Das heißt, erst wenn du dein Schlechtwettergesicht ablegst. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist zum Aus der Haut fahren. Das Problem mit euch Männern ist, ihr seid einfach nur Männer. Hat euch das Unglück auch schon erreicht? Was? Also ich sag's euch, bisher hat mein Alter ja bloß gesoffen, gell? Und ich meine, an das habe ich mir auch schon irgendwo ein bisschen gewohnt. Aber was dem für ein Flo jetzt in seinem Spatzenhirn rumhupft, ich sag's euch, es ist kaum unglaublich. Er ist jetzt auf dem Selbstverwirklichungstrip, hat er gesagt. Ja, und als erstes kauft er sich ein paar scharfe Klamotten, hat er gesagt, jawohl, weil die Zeit der Unterdrückung ist nämlich jetzt endgültig vorbei. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Ja, hat er gesagt. Den gleichen Kass hat der meinige auch verzapft.
Das haben die auswendig gelernt. Ja, scheinbar. Und das, wo wir erst ein paar Jahre verheiratet sind. Das ist ein Kompott. Ja. Die haben sich gegen uns gewendet. Ja. Und mein Bruder, dieser alte Depp, der macht natürlich mit allem. Ja, aber das ist für meinen Lohn mit dem Pierstermittel. Ja, Herr Stockel! Langen Gezicht. Alter, aber passt auf, dass ich weiter rede. Also, ich muss ja sagen, ich habe mich ja zuerst direkt ein bisschen aufgeregt, gell? Ja. Mein Gott, und dann habe ich aber ihm schon meine Meinung gesagt. Dann habe ich schon gesagt zu ihm, was glaubst denn du? Habe ich gesagt, wie die jungen Mädeln da drin lachen, habe ich gesagt, wenn der so ein alter Schnarchzapfer wie du und wenn der dann auch noch Wurzelbleiben schlagt, habe ich so, mei, stellt euch vor, dann ist der vielleicht ausfallen worden. Ich habe mich direkt ein bisschen gefürcht. Richtig gemein war er, gell? Sagt der doch glatt. Also es war fürchterlich. Es wäre sehr bedauerlich, wenn er in der Blüte seines Lebens schon zum Witwer würde. Jawohl, der war fürchterlich gemein und ich muss mich zurückhalten. Was sagt ihr jetzt da dazu? Also, das ist eine versteckte Morddrohung. Ja, jawohl. Da müssen Sie aufpassen. Ja. Also, meine Damen, Sie reden wirklich alle miteinander einen furchtbaren Schmarrn daher. Was denn? Mein Lieber, du die möchte sehen. Was darfst denn du sagen, wenn dein Markus da in diesen Club unter Renner da hat? Na, Renner da den lassen. Ach, du arme Unwissende. Ja, und was ist jetzt? Ja, was soll schon sein? Aus lauter Verzweiflung habe ich einen Schweinsbraten versprochen. Und was tut er? Er sitzt sich auf sein Radl auf und fährt in den Stadt rein. Und er kauft sich ein Trainingstress, hat er gesagt. Weil schließlich muss ja das Outfit passen. Was für ein Ding? Outfit. Ah, und das passt zum Schweinsbraten. Lini. Aber da sieht man mal wieder, gell, was die Marsburg in ihre Sitzungen beschließen. Ja. Nichts wie ein Schmarrn. Ja. Und daheim, da hängen sie mal an wie ein paar nasse Säcke. Ja, besonders der meine. Ja. Und was das kostet. Ja. Und für einen neuen Kindergarten, da fehlt's Geld. Sehr richtig, aber sehr ich richtig. Ich sag's euch, wir müssen unbedingt mit dem Herrn Pfarrer reden. Der druckt ja nicht an einer Predigt rein, dass unter die Kirchenbank reinrutschen. Ja. Gell, Frau Birnstingel, da nützt doch die ganze Predigt nichts, wenn du das nicht reinbringst in die Kirche. Aber ich gebe mir heute was ganz Besonderes. Jawohl. Fein Katja, bitteschön. Geben Sie mir einen Kalbschnitzel. Dann meine ich, der kann den trockenen Leberkäse von gestern essen. Das ist gut. So. Ich werde mir heute auch ganz was Feines kochen. Und er darf mal kurz dran schnuppern. Ja, Fräulein, mir geben Sie dann eine durchdrehte Leber. Ah, ja. Ich mache eine Leberknädelsuppe, die mag er so gern. Typisch. Die mag er so gern. Mein Gott, Wagnerin, sind Sie noch zu retten? Meine Damen, ich mache Ihnen jetzt mal einen Vorschlag. So. Ja, bitte? Ich gehe morgen ganz persönlich ins Unterdorf runter und schaue mir diesen Club einfach einmal an. Aha. Ja? Dann sehe ich doch gleich, was da geboten ist. Vor allen Dingen, was die weibliche Besetzung anbelangt. Ja. Ich glaube, das interessiert Sie doch am meisten. Das ist ja ruhig. Nur freilich, wir Frauen müssen doch zusammenhalten. Ja. Also eigentlich ist diese Katja doch ein ganz nettes Mädel, gell? Ja, also, wenn das so ist, dann werde ich ja schließlich auch ein Opfer bringen. Ach so? In welcher Form denn? Ja, also ich stürze mich in die vorderste Frontlinie, jawohl. Und melde mich zu einem Stepp-Aerobic an. Ne? Das lacht denn da jetzt so blöd? Schließlich war ich ja früher mal beim Palais. Ich hätte im Club so wie schon lange nicht mehr. Ja. Wenn Blicke töten könnten, war ich jetzt hin. Also, Herr Feichtelmoser, Sie treffen wirklich immer ganz genau ins Schwarze. Das kann ich nicht rühren, dass da die ganze Weiberblase drin beim Ratschen steht. No, Herr Feichtelmoser, sowas sagt man doch nicht. So war auch gleich so ein Zwergerlaufstamm, habe ich ein bisschen Vergnügen. Fräulein Katja, einmal ganz ehrlich. Was ist denn schon dabei, wenn Sie die Männer einmal ab und zu so ein nettes Körperli da von hinten anschauen. He? Was ist denn da schon? Noch dazu, wo natürlich die körperliche Ertüchtigung an erster Stelle steht. Gell? Natürlich. Geh, Herr Feichtelmoser, das glaubst du jetzt selber nicht, oder? Nein, aber es hört sich gut an. Gell? Und gibt's sonst noch was? Ich meine, außer dem Club. So, ja, freilich, das hätte ich jetzt bald vergessen, Frau Latte Gaudi. Ein Luftpostbrieferl aus Kanada. Direkt von Kanada darüber geflattert zu uns. Mr. Stefan Steindl. Riecht nicht sehr geschäftlich, riech es einmal. Ach, Herr Feichtelmoser, denk es doch ans Briefgeheimnis. Wenn mein Nasen lesen kann. Also, nein. Ich lasse ihn jetzt da, das Briefel, weil ja der Stefan nicht da ist, gell? Herr
Ja, grüß Gott, Frau Stengel. Und, brauchen wir nur Wurst heute? Nein, heute nicht. Heute habe ich meinen Obsttag. Zwetschgenwasser, Kirschwasser, Obstwasser. Wiederschauen, Herr Feistelmoser. Hat er noch Post gebracht? Ja. Ich glaube, aus Kanada. Aus Kanada? Mhm. Also die geschäftlichen Beziehungen sind doch schon beendet. Die Rechnungen sind auch alle gezahlt. Also, der Brief riecht sehr seltsam. Ach ja, Frau Stangl, der ist bestimmt in dem Postsack neben einem Liebesbrief gelegen. Mein liebes Fräulein Katja, dieser Brief ist nicht neben einem Liebesbrief gelegen. Das ist ein Liebesbrief. Mhm.